Und das muss sie mitnehmen, denn es ist eine Weltsportart, diese Leichtathletik. Und sie kann heute zum 7. Mal in Folge deutsche Meisterin werden. Also den ersten Schritt darin macht sie mit diesem gelungenen Versuch, den dritten schon über 1,90 Meter. Sie kann deutlich höher und sie kann noch nicht entspannt jubeln, denn es ist noch eine Kontrahentin im Wettbewerb. Bei 1,87 haben wir die beiden vorhin verlassen, da waren sie sehr souverän. Marie-Laurence Jungfleisch und Imke Onnen. Auch dieser Versuch wieder einer der besseren von Marie-Laurence Jungfleisch. Logischerweise, wenn sie zum 7. Mal heute gewinnen kann, auch der Titel verteidigen. Was macht die andere? Auch die hat zweimal gepatzt. Imke Onnen über 1,90 Meter, also beide im Gleichschritt. Die ersten Versuche. Imke Onnen und sie holt zum 7. Mal in Folge Gold bei diesen deutschen Titelkämpfen. Marie-Laurence Jungfleisch. Und wie alle eilen sie sehr, sehr schnell nach ihren Siegen zu Klaus Lüfen. Genau so, wie Sie sich das vorgestellt haben heute, so ein bisschen? Nee, leider nicht. Also ich war sehr müde heute. Ich kann leider nicht sagen, weshalb. Aber es hat trotzdem gereicht für den deutschen Titel. Ich bin sehr erleichtert darüber auf jeden Fall. Ich war sehr nervös, wie schon seit sehr langem nicht mehr. Aber es hat geklappt und ich bin sehr zufrieden. Wie kann das sein, dass Sie nervös sind? Ich hätte jetzt gedacht, nach der EM-Bronze vor einem Jahr an gleicher Stelle geht alles wie von selbst sozusagen nach der ersten internationalen Medaille. Nein, also ich sehe das immer Jahr zu Jahr. Es ist ein neuer Abschnitt und ein neues Jahr. Und ich möchte mich nicht mit dem letzten Jahr vergleichen zum letzten Jahr, sondern ich möchte einfach neu anfangen. Und ich war einfach wahnsinnig nervös heute, wirklich wie seit Monaten nicht mehr. Und daher bin ich einfach froh, dass es geklappt hat. Einer ist offensichtlich gar nicht nervös. Und welche Fabelrekorde die im Moment aufstellt? Ja, ist Wahnsinn, was sie packt, was sie schafft, was sie läuft. Das ist beneidenswert auf jeden Fall. Jetzt ist es auch gelaufen, während ich noch gesprungen bin. Also ich war schon auf meinen Anlauf konzentriert, aber trotzdem habe ich ein bisschen mitverfolgt, natürlich, als ich Pause machen konnte. Aber es ist wirklich Wahnsinn, was sie schafft. Dann eine gute Zeit und alles Gute auf dem Weg nach Katar. Dankeschön.